Die letzten 4 Wochen habe ich versucht, auf Industriezucker vollkommen zu verzichten. Die Mengen, die ich davor an Zucker täglich konsumiert habe, waren beträchtlich und haben eigentlich das normale Maß von einem normalsterblichen Menschen deutlich überschritten. Und das war eben auch mitunter ein Grund, warum ich das Experiment angefangen habe. Es waren um die 200 Gramm, also reine Schokoladenform. Ja, also ich habe ja gehofft, dass es mir nach einigen Tagen besser gehen würde oder dass ich zumindest die Abhängigkeitserscheinungen nicht merken würde, aber mir ging es eigentlich immer relativ schlecht. Also ich wurde nachmittags immer sehr müde. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass mein Schlaf ein wenig leichter wurde. Ich konnte nicht mehr durchschlafen. Also ich habe gemerkt, dass mir irgendetwas fehlt. Also ein Moment, der besonders schlimm war, war eben jener am Osterwochenende, wo ich eben 3 Tage zu Hause war. Und innerhalb dieser 3 Tage wurden eben die ganzen Osterköstlichkeiten präsentiert und da musste ich dann eben immer ablehnen. Ja, und normalerweise bin ich auch bei den Kindern dabei beim Osternest suchen und da bleibt dann eigentlich etwas übrig. Aber ja, in dem Fall ging ich leer aus, auch bei den Mehlspeisen. Meine Erwartungen gingen schon dahin, dass ich mir gedacht habe, dass ich zumindest weniger Abhängigkeitsempfinden habe. Wie es auch viele Experten eben sagen, es gibt so viele Studien und so weiter, die eben davon ausgehen, dass man nach einigen Wochen eben kein Abhängigkeitsempfinden mehr hat oder nicht mehr so viel oder dass das Gehirn sich umstellt. Das ist überhaupt nicht passiert, also diese Erwartung wurde auf jeden Fall nicht übertroffen, die wurde untertroffen. Ja. Haut ist gleich geblieben, Gewicht habe ich zum Glück in dem Fall keines verloren. Das war jetzt nicht das, warum ich das Experiment gemacht habe, aber Stoffwechsel ist gleich geblieben. Mein Körper hat überhaupt nicht registriert, also ja, es ist alles gleich geblieben. Ich hatte keine Kopfschmerzen, ich hatte, ja, aber positive Veränderungen habe ich nicht gemerkt. Ich habe nur diese körperlichen Abhängigkeitserscheinungen gemerkt. Ja. Da habe ich dann gemerkt, dass ich dann die nächsten Stunden wirklich den Zucker gespürt habe. Ich habe dann nicht die ganze 250 Gramm Tafel gegessen, die ich mir dann gekauft habe, aber ich habe dann schon auch wieder über 100 Gramm gegessen und das über die Stunden verteilt habe ich total gemerkt. Also ich war dann sogar bis in der Nacht noch auf. Da habe ich dann gemerkt, dass der Zucker richtig einschlägt.